Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest IX Hüter des Himmels Solo Run Challenge. Im letzten Part ist Folgendes geschehen. Und zwar haben wir endlich die komplette Vorgeschichte erfahren. Und zwar die komplette Vorgeschichte. Warum wir damals unsere Flügel verloren haben. Warum überhaupt das Observatorium angegriffen worden ist. Denn wir waren unten in Schloss Schroffenheim unterwegs, haben ja die letzten Himmlischen befreien wollen und trafen dann noch auf Corvus, den Lehrmeister unseres Lehrmeisters Aquila, der ja verstorben ist leider. Doch dieser hat sich mittlerweile zur dunklen Seite gewandt. Ja, so ein kleiner Jedi-Teil ist ja anscheinend auch noch dabei. Jedenfalls ist er böse geworden, hat uns angegriffen und wir leben anscheinend auch trotzdem noch mit einem KP. Das ist sehr schön. Wir müssen uns gleich erstmal heilen. Oh. Ein Licht. Ich sehe ein Licht, egal. Eine Rätselstimme ertönt. Jedenfalls ist nun Corvus auch mit Barbarus zusammen ins Reich des Ermächtigen aufgestiegen und soll dort selbst Gott zu werden. Und das müssen wir natürlich verhindern. Nur haben wir ein Problem, denn wir sind Himmlischer immer noch. Und dürfen unseren Lehrmeister quasi nicht angreifen. Oder höhergestellte, besser gesagt. Was machen wir also nun? Capcom, mein Kind. Ich muss mit dir sprechen. Komm zu mir. Begib dich zum Fuße des Weltenbaums. Celestria möchte mit uns sprechen. Vielleicht hat sie eine Idee, was wir dagegen tun können. Ich kann mich wieder bewegen. Schön. Dum, dum, dum. War das hier schon geklärt mit den Truhen? Ja, genau. Ich dachte, die schließen sich auch irgendwann mal wieder. Die roten. Können ja mal sein hier. Im Observatorium, komischerweise. Dass sich dann mal wieder rote Truhen schließen, warum auch immer. Aber egal. Gehen wir wieder den ganzen Weg nach oben lang. Ja, ja, ja. Na gut. Die sind aber noch. Die sind noch offen. Die sind offen. Okay, die bleiben anscheinend noch offen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war, dass sie sich einmal geschlossen haben wieder, nachdem wir sie einmal benutzt haben. Ich kann es euch bei bestem Willen nicht sagen. Aber egal. Dum, 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 dum. Na gut. Wir müssen also auch zum Reich des Mächtigen später. Um zu versuchen, Corvus aufzuhalten. Nur die Frage ist, wie? Vielleicht hat Celestria ja eine Idee. Hallo. Und wieder strahlt sie in Gold. Die Himmel sind durchrungen von großer Trauer. Corvus' Hass und Zorn drohen unsere Welt vollständig zu verschlingen. Aber wir müssen ihn in seinen sündhaften Wahn aufhalten. Auch seine Seele kann noch gerettet werden. Höre mir zu, Capco. All die Sterblichen, denen du so selbstlos zu Hilfe geeilt bist. All die Seelen, die in Pein und Leid leben müssten, wenn du dich nicht aufgeopfert hättest. Ein Licht! Und es wäre im Protektorat. Recht klein von hier oben, ne? Und der Aztekler, Mensch. Ihre rein sterblichen Herzen sind erfüllt von überwältigender Dankbarkeit. Oh, ist es benefiziert quasi, oder? Man weiß es nicht. Aber das hat wir schon lange nichts mehr gehabt, ne? Zum Thema Benefizit. Von überall kommt was. Zu uns hinauf. Ich werde zum Super Saiyajin. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie dir zu Hilfe eilen und dir ihre Kräfte verleihen. Eine Figge. Oh mein Gott. Siehe. Diese Figge ist die Frucht all deiner guten Taten. Ein Geschenk all jener, denen du so selbstlos geholfen hast. Capco erhält eine Figge. Yay! Yeah. Quasi Nummer 8 im ganzen Spiel. Bisher. Iss diese Figge, Capco, und tritt ein in die Gemeinschaft der Sterblichen. Ah! Damit können wir komplett ein Sterblicher werden. Ein ganz normaler Mensch. Und damit können wir auch Corvus gegenübertreten. Aber wir können es alles nicht mehr sehen hier. Also sowohl das Observatorium nicht, als auch eigentlich das Reich des Ermächtigen. Eigentlich bringt es dann noch gar nichts, oder? Dann eilt das, dann gilt das Gesetz der Himmlischen nicht mehr für dich. Und du kannst Corvus sündigen Treiben ein Ende setzen. Dies ist für wahr keine einfache Entscheidung. Und dennoch, es ist der einzig unverbleibende Weg. Der einzig unverbleibende Weg. Naja, sollte das mit Corvus erledigt sein, haben wir unsere Rolle als Himmlischen eh erfüllt. Das heißt, da wäre es das eh für die Himmlischen gewesen. Und wir würden als Einzige überleben als Sterblicher. Begib dich in das Reich des Mächtigen und halte ihn auf. Nur du kannst uns alle retten. Ja, das Reich des Mächtigen. Eigentlich ist es das Reich des Allmächtigen, aber der Name hat sich jetzt quasi geändert, dadurch, dass Corvus ihn jetzt besetzt hat. Das werden wir jetzt auch alles noch sehen. Ich will ihn eigentlich gerne erstmal heilen, wäre das möglich. Aber wir können es ja gar nicht heilen, ne? Na gut, gehen wir erstmal ins, in den Express. Und dann sprechen wir mit den Leuten hier. Hallo, na? Ich habe gehört, was Celestia gesagt hat, Kumpel. Von hier hinten? Ja, ist zwar sehr weit entfernt, aber ich hab's gehört. Ist bestimmt nicht leicht, die Himmlischen zu verlassen und den Rest der Tage als Sterblicher zu leben. Ich denke ja nicht, dass du bekloppt genug wärst, sowas zu versuchen.
Oder vielleicht doch, vielleicht willst du diesen Corvus jetzt unbedingt kriegen. Dann musst du das jetzt aber auch beweisen. Also wähle diesen Weg, Kumpel. Und ich bin dabei. Bis zum Reich des Allmächtigen und noch weiter. Bis in die ferne Galaxie. Was riechst du denn da, verflippter Hohlkopf? Würdest du vielleicht erstmal nachdenken, bevor du losquasselst? Wenn Capco ein Sterblicher wird, kann er uns doch gar nicht mehr sehen. Das kann niemand von dir verlangen, Capco. Also vergiss es, verflipp doch mal. Die Finger essen und unsterblich werden? Jo, machen wir einfach mal. Komm. Was soll schon passieren? Plötzlich ist unser Helm weg. Capco ist die Figge. Nein, er hat sie gegessen. Er hat's getan. Ich hab's noch nicht getan, aber gleich. Sie ist ja noch bei mir in der Hand. Jetzt habe ich sie gegessen. Und nun sind wir Sterblicher. Hey Capco, Capco, kannst du mich hören? Sag schon etwas. Bist du tot? Ich kann auch euch hören, ja. Also wenn du mir antworten kannst, scheint es halt zu gehen. Puh, da hast du also nicht funktioniert. Verflipptes Glück. Weil du keinen Glorienschein und keine Flügel hast, dachte die Figge wohl, du gehörst gar nicht zu den Himmlischen. Ja, das dachte die Figge wohl. Tut mir ja leid, aber das hat sehr wohl hingehauen. Merkst du es nicht? Er hat doch schon die Aura der Sterblichen. Er kann uns wohl noch sehen, weil es noch nicht vorüber ist. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange. Und dann, Kumpel, kannst du weder uns noch den Sternexpress noch das Observatorium sehen. Verflipp nochmal, denn da streng ich mich an, positiv zu bleiben und dieses Großmaul von Flugführer macht alles zunichte. Ich sag doch nur, weil es ist. Das Leben ist schließlich kein Feenmärchen. Naja, außer wenn man eine Fee ist halt. Capco, du hast bewiesen, dass du es ernst meinst. Und ich werde dich bestimmt nicht aufhalten. Also, wo soll's hingehen? Ins Reich des Allmächtigen? Nach unten? Sag einfach Bescheid, Kumpel. Aber sehr gerne. Ich würde mich jetzt allererstes lieber heilen wollen. Also, am liebsten mal nach unten. Wohin als nächstes? Willst du den Korpus im Besuch abstatten oder soll ich dich nach unten bringen? Liegt ganz bei dir, Kumpel. Du willst wieder aufbrechen, Kumpel? Dann sag Bescheid, an welche Station ich dich absetzen soll. Erstmal als neuer Teil. Von da aus geht's nach Schilzbruck, damit ich mich erstmal heilen. Oder wir machen es anders. Nee, ich kann mich ja umsonst auch in der fiesen Festung heilen. Ich muss eben geldlos werden, davon mal abgesehen. Machen wir es doch ganz gleich ganz anders. Möp. So, erstmal. Wo wollen wir zuerst hin? Zwei Orte haben wir. Wir schauen gleich mal. Ich glaube doch lieber. Ja, du kommst. Schnitzburg ist leer. Gehen wir nach Schnitzburg. Und da werden wir erstmal unser Geld ablagern. Wir haben jetzt wieder so viel. Oh, Coagulans. Nehme ich mit. Und dann geht's heute auch schon ins Reich des Allmächtigen. Ich bin sehr gespannt. Oder Reich des Mächtigen, sorry. Ihr wisst ja noch, wie es aussieht. Ich hoffe, es hat sich nicht allzu viel verändert. Und wir können Corvus schnell in die Schranken weisen. Denn dann, Leute, nähert sich so langsam das Finale auf uns zu. Dann geht's richtig ab. Das heißt, sobald Corvus besiegt ist, ist dann auch die Story vorbei. Und dann bleiben ja nur noch die Grottenbosse. Ihr wisst ja, wie wir vorgehen werden. Das heißt, dass wir erstmal uns um jede mögliche Grotte kümmern, die uns da in den Weg läuft. Und jeden Boss besiegen. Und soll es irgendwann mal so weit sein, dass wir einen Boss nicht beim ersten Mal besiegen können. Und wir verlieren. Wir müssen noch so lange weiterspielen, bis wir diesen besiegt haben. Und dann war es endgültig mit diesem Projekt. Mein Lieblingsprojekt, Leute. Mein Lieblingsspiel. Und dann war es schon. Mensch. Das dritte Projekt, was sich dann zu Ende neigt. Aber irgendwann hat jedes Projekt mal ein Ende. Aber das ist ja kein Problem. So, Geld ist abgelagert. Jetzt werden wir uns heilen. Und dann geht's wieder zum Sternexpress. Ich würde sagen, wir haben sogar durch die Reihenfolge gewählt. Weil wir jetzt gleich ganz einfach dann laufen können. Obwohl, es macht eigentlich mehr Sinn, als Neuabzeit sich zu teleportieren, oder? Ich glaube schon. Eigentlich ja. Also ich könnte jetzt nach unten laufen zum Schloss Schroffenheim und von da aus dann zu diesem Baum. Aber ja, das Neuabzeit macht um einiges mehr Sinn. Denn da geht's schneller. Also machen wir es auch so. So. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir angefangen haben. Und dann würde ich sagen, kann es losgehen zum absoluten Reich. Zum Reich des... Okay, nein. So. Wieder hoch und jetzt kann es auch wirklich losgehen. Hallo. Oh. Das ist irgendwie die falsche Musik, mein Freund. Ich bin noch nicht im Observatorium, habe ich auch nicht vor. Das sollte jetzt eigentlich die Sternexpress-Musik laufen. Na gut. Zum Reich des Allmächtigen. Los geht's. Woo! Vielleicht doch mit der Tasche nach oben. Jetzt bin ich gespannt. Das ist reich so, wie es bleiben sollte. Das sieht nicht so schön aus. Alles dunkel. Was zum? Ach du Scheiße. Die überall Wurzeln.
Gottes Willen. Was passiert? Uiuiuiuiui. Das, Leute, ist das Reich des Mächtigen. Hat sich ein bisschen verändert. Ist ja nichts Großartiges. Wie das aussieht, Leute. Alter Schwede. Und ganz da oben, da sitzt Corvus. Da ganz oben, Leute. Hat sich ein bisschen weiter gesetzt. Nach oben. Diese ganze Sache schlägt mir auf den Kopf und steigt mir zum Magen. Achso, ich wollte gerade sagen, das stimmt doch was nicht, aber es ist ja Stella. Auf jeden Fall habe ich kein gutes Gefühl dabei. Jemand muss sich diesen Corvus mit seiner Vorliebe für die düstere Festung mal so richtig vorknöpfen. Aber Stil hat er auf jeden Fall. Neue Musik, Reich des Mächtigen. Man sieht schon, es hat sich ja nichts verändert hier. Ich gehe nochmal hier in den Zug rein, denn ich muss mal ganz kurz den Ort wieder removen. Denn dann entscheiden jetzt nämlich auch Monster. Lichttreppen wieder. Hier sind Monster, Leute. Da kommen sie schon. Und ihr seht schon, wir haben ja oben links die Karte. Und hier hat sich einiges verändert. Diese Musik vor allen Dingen. So, erstmal hier durch, mit der wir zur roten Truhe kommen. So, was haben wir hier? Eine Mini-Medaille. Ihr seht, wie gesagt, auf der Karte, wie sich das verändert hat. Da komme ich nicht durch, leider. Vor allem, welchen Etagen wir hoch müssen. Da gibt es nämlich einige. Fledergin. So. Da haben wir noch einiges zu tun. Aber die Monster sind trotzdem one-hit und wir sind sogar noch schneller. Gut, dass wir die Flinkheit geboostet haben. Das ist sehr, sehr gut. Na gut. So. Jetzt können wir hier hochgehen, aber da ist nichts Besonderes. Hier ist für ihn abgeschlossen, leider. Das werden wir wahrscheinlich später dann wieder öffnen können. Dann haben wir einen schnelleren Weg nach oben. Aber dazu müssen wir erstmal einen gewissen Teil nach oben gehen. Ist das hier das Herz? Steh auf dem Herz drauf, oh mein Gott. Dödödödüm. So eine Kraft hätte ich auch gerne. Ist alles so zu verändern hier. So, oh Gott, zu viele Wege. Viel zu viele Wege. So, das ist schon mal eine Sackgasse. Das ist schon mal gut. Wie es hier aussieht, Leute. Ein bisschen gruselig. Aber passt irgendwie. Übrigens freue ich mich schon, weil vor kurzem gab es jetzt gerade aktuell die letzte Direct von Nintendo. Und dort wurde es angekündigt. Die neuesten Dragon Quest Teile, die eigentlich nur in Japan bisher da waren, kommen auch zu uns nach Deutschland. Und die will ich mir sowas von holen. Das waren jetzt, glaube ich, Dragon Quest 11 und 13. Ich weiß nicht mehr, oder 12 und 13. Oh, Magisan. Also, ziemlich geil. Muss ich mir dringend holen. Kaufe ich mir und eventuell werde ich den auch irgendwann spielen. Max MP, gut. Steigern bitte. Und 2. Und 3 sogar. Sehr cool. Auf 55 ist es jetzt gestiegen. Das ist gut. Du kannst schon mal in den Beutel rein eigentlich. Ich brauche wieder Spezialzinnen, Leute. Das ist mir zu wenig hier. So. Okay. Oh, sieht wieder neu aus. Die ganz neue Monster hier. Rechts war ich jetzt schon, glaube ich. Ja. So. Nein. Mist. Na komm. Jetzt soll's. Heilschirm und Gigant. Hallo Gigant, ich mache erstmal den Heilschirm fertig, bevor ich mich an diesem Giganten probiere und der die ganze Zeit geheilt wird. Au. Tut mir weh. Okay, du bist nicht One-Hit, das dachte ich mir auch schon. Au. Du einäugiger Du. Geht der Zyklop zum Augearzt. Naja. Au. So, und er hält schon 2 Schläge aus. Den dritten nicht, okay. Vielleicht setze ich lieber auf Falkenhieb. Ich weiß es nicht. Bei diesem Monster lieber wahrscheinlich. Ba-ba-ba-da-bom. So. Jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich so einen kleinen Umweg, glaube ich. Aber ich muss ja gerne alles Optionale erkunden hier. So, diese komischen Schnabelviecher. Diese komischen Dodo-Verschnitte. So, aber fliegen können die auch nicht. Jetzt bin ich hier. Hier ist aber trotzdem nichts. Söhle. Und da ist hier eine schöne Truhe. Die hole ich mir auch noch. So, ich glaube, ich kann hier wieder runter, genau. Ist doch nicht der richtige Weg. Aber ich sammle trotzdem gerne alles ein. Hier ist auch nichts mehr. So. Gut, Wasser. Ach Mensch, was ist aus diesem Ort geworden, Leute? Wir sind erst auf E1. Hier gibt es schon verdammt viel zu erkunden. Oh. Jetzt bin ich erstmal wieder hier. Jetzt gehe ich hier unten durch. Ich glaube, das war sogar der richtige Weg, kann das sein? Das ist der richtige Weg tatsächlich. Und was machen Vasen hier? Was haben die hier zu suchen, bitteschön? Keiner weiß es. Na gut, ich gehe nochmal zurück. Ich möchte mir noch einmal diese Truhe holen. Dann muss ich von da hochgehen. Wie komme ich denn da hin? Schauen wir uns gleich einmal an.
an. So, wieder so einen langen Weg zurückgehen. Nö. Na gut, bis wir wieder zu der Stelle kommen, wo wir den Weg irgendwann abkürzen können. Also diese eine Tür da vorne am Eingang, wo man die von innen aufschließen muss wieder. Die meine ich nämlich. So, hier muss ich wieder runter. Wenn wir die aufgeschlossen haben, können wir auch uns den Weg vereinfachen. Denn Leute, hier werden einige Bosskämpfe vollzogen werden. Ich glaube, das sind sogar die meisten im ganzen Spiel. Also soll heißen, dass man niemals an einem anderen Ort so viele Bosskämpfe haben wird. Das müssten 6 an der Zahl sein. Sind es 6? Das sind 6 tatsächlich, ja. Es sind 6. Oh mein Gott, Spoiler. Aber ihr wisst ja nicht, was ich damit meine. Ich werde jetzt aber... Oh, weiterfahren. So, ich muss hier wahrscheinlich rein. Bin ich hier mal vorher reingegangen, ne? Da ist nix. Aber dann kann man mich von da aus hoch und dann mir die Truhe holen. Sehr schön. Läuft doch. Na. Wieso komme ich denn da ausgerechnet raus? Na gut, macht eigentlich Sinn. Aber egal. Bin ich trotzdem gemein. So, was ist hier drin? Irgendein gutes Item. Und, oh, eine Spiegelrüstung, die wir eh schon tragen. Aber mal ebenso gefunden. Ich glaube, die kann man ja sogar noch weiter alchemisieren. Kann ich die ja noch weiter nutzen. Die Spiegelrüstung ist trotzdem noch die einzige Rüstung, die manchmal Zauber reflektiert. Das kann, glaube ich, keine andere. Okay, wenn das hier schon der richtige Weg war eben, gehe ich nochmal nach rechts. So, am Herz vorbei. Vasen sind auch wieder da. Dann müsste hier noch was zu finden sein. Oder? Jo. Sehr schön. Da ist ein Wasserfall und da ist eine Mini-Medaille. Das ist doch schön. Oh Gott, die ganzen riesen Viecher hier. Lass mich alle in Ruhe. Und da ist noch eine Truhe. Hier ist schon mal nix. Okay, da muss ich eh von der anderen Seite kommen. Komme ich hier unten durch? Nö. Komme ich da durch? Ja, da komme ich auch noch durch. Die sehen mich alle gleich. Die sind alle blind. Sehr schön. Stiefel wieder über das Herz. Jetzt gehen wir den ganzen Weg nochmal zurück, den wir eben richtig gegangen sind. Den ganzen Weg nochmal. War es jetzt ganz unten oder war das hier? Ich weiß nicht mehr. Es war ganz unten, okay. Muss ich mir merken. Ich wusste es nicht mehr ganz genau. Einfach so eine Fake-Tür eingebaut. So, hier wieder hoch. Uiuiui, Leute, jetzt wird noch was. Sehr, sehr schön. So. Haben bisher noch nicht allzu viel gekämpft, aber die Monster sollten eigentlich gar kein Problem sein für uns. Also, der Gigant war doch am schlimmsten, aber... Das ist so typisch für die ganzen Riesenviecher, auch die ganzen Trolle und Trollbosse. Apropos Trollbosse. Die tauchen nämlich auch auf. Und die muss man besiegen, um dann weiser zu werden. Erst dann kann man diese Mission überhaupt machen, was ich ein bisschen blöd fand. Ich meine, weiser ist eine der stärksten Berufungen im Spiel, wie ich finde. Und die kann man leider erst so spät bekommen. Was ich echt sehr schade finde. So, jetzt bin ich hier, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen hier. Wunderbar. Also erst, wenn man hier ist, so weit wie wir sind, kann man diese Weiser-Quest machen. Was wirklich reichlich spät ist. So. Von hier aus kann ich mir nicht die Truhe holen. So, was ist da drin? Das ist ein Talentsam. Nehme ich. Weitere Talentpunkte für uns. Finde ich gut. So. Was ist hier? Nee, das ist bei mir hier. Jetzt habe ich es. Das wollte ich nicht. So. Benutzen. Und das sind dann 2. Ja, wunderbar. So, einmal runter hier. Flupp. So, jetzt kann ich hier hoch, weil die mich nicht sehen können. Zumindest der einäugige Grill kann mich eh erst recht nicht sehen. Weil der ja so blind ist. Und die anderen bin ich einfach egal. So, oder haben Angst. Oh. Da ist ja eigentlich die Hüterstatue. Die hat sich auch ziemlich stark verschoben. Na gut. Hier tauchen leider schon diese Lieder in Trollwasser auf, ne? Auch wenn es hier verdammt enge Gänge sind, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, welcher Weg richtig ist. Ich glaube, es gibt keine richtig oder falsche. Die führen ja alle eh zum selben Ziel. So. Da gehe ich später hin. Da sind diese Dinger hier. Das sind diese lilanen Trollbosse. Oh, sehr schön. Die sind verdammt gefährlich. Verdammt stark. Und die muss man mit Fauch besiegen. Also dem schwächsten Zauber, den es im Spiel gibt. Gar nicht mal so einfach. Gott, diese riesen Viecher überall hier. Hilfe! Na gut, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich schon eine Etage höher. Man sieht schon. Und da gibt es eine Truhe. Merke ich mir. Oh, jetzt sind wir hier. Okay. Das ist der Mittelteil also. Ach Mensch, guck mal, wer da ist. Da ist der Hauptmann Grunz. Der ist ja wieder da. Man glaubt's ja nicht. Das zum Thema Bosskampf, Leute. Ihr könnt euch denken, wir dürfen nochmal gegen alle Bossgegner antreten. Gott, was ist das für ein Regenbogenviech? Gegen alle Hauptmänner dürfen wir noch einmal antreten. Idrisitau.
Das sind schon mal die ersten drei Bosskämpfe, der Rest kommt ja also noch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's heute. Im nächsten Part geht's weiter hier im Reich des Mächtigen, wohl bemerkt. Und dann wird's Zeit, weiter nach oben zu steigen. Als nächstes kommt ja Hauptmann Grunz als Bosskampf. Ich glaube, wir müssen die anderen Hauptmänner auch noch ausschalten auf dem Weg dahin. Ich freue mich schon auf Hauptmann Katz, Leute. Oh, es wird witzig bestimmt. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal also. Bis dann und auf Wiedersehen.